Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Online und diesmal zu einer weiteren Servervorstellung. Diesmal etwas, ich glaube, korrekter, als ich es das erste Mal genannt habe. Erstmal habe ich eigentlich nur ein Spielmodi gespielt auf Skyward. Heute sind wir auf dem Server 3dcraft.de und den wollte ich mir vorstellen. Den habe ich gefunden, indem ich einfach mal das Ding bei Google gesucht habe, also einfach Minecraft-Server gesucht habe bei Google. Das ist ein sehr kleiner Server, der hat glaube ich aktuell 20 Slots, davon sind glaube ich gerade 3 oder 4 belegt. Hier wird man gespawnt auf diesem Goldblock und man sieht hier also schon, es ist sehr schön gemacht, so ein bisschen ja, mittelalterlich, so ein bisschen burgmäßig. Wir haben hier verschiedene Orte, wo wir hingehen können. Zum einen sehen wir hier vor uns Spiele, dann haben wir da vorne Sky-PvP, Mainz. Und einmal Survival. Und ich werde mal kurz alle diese drei Spiele besuchen, sozusagen, diese drei Orte. Fangen mit Sky-PvP an. Ah, wir haben diesen kleinen Boost-Knopf hier vorne. Der uns einfach irgendwo hinboost, wo wir gerade hinlaufen. So, das sind wir, glaube ich, gerade bei Sky-PvP. Ich gehe mal hier rein und dann werden wir deportet. Ich war auf dem Server noch nie, es ist also praktisch so eine kleine Blind-Vorstellung. Keine Teams, diese Karte haben wir nicht gebaut. Viel Spaß beim Spielen. Alles klar, sind wir gerade in der Lobby drin, so wie es aussieht. Mal schauen, was hier so steht. Plugin von Apocalypse Place, okay. Und auf YouTube hat auch mal seinen Namen geschrieben. Hier sind die ersten drei: Huckleberry Horst und so weiter. Kleines Leaderboard. Ich renne hier mal durch. Ich werde jetzt hier nichts von den Sachen spielen können, weil, glaube ich, niemand online ist. Oder ganz wenige nur. Ja, wie gesagt, drei. Ich wollte es einfach nochmal zeigen. Die Spielmodi werde ich heute auch nochmal zeigen, wenn hier ein paar mehr Leute drauf sind. Ich renne hier einfach mal ganz kurz durch. Ich finde das im Großen und Ganzen sehr, sehr schön gemacht. Da unten ist auch noch irgendwas anderes, aber da gehe ich jetzt nicht hin. Genau, das ist also Sky-PvP. Ich glaube, das ist so ein bisschen ähnlich wie Skywars. Also, ich kenne nur Skywars. Aber ich glaube schon, dass es so ähnlich sind. Leute, hier haben wir. Free Items, achso, okay, die hat man also, die kann man praktisch schon sozusagen immer holen, wenn wir hier irgendwie rechts draufklicken. Dann kriegen wir ein Eisenschwert, achso, das können wir uns aussuchen und hier sind auch nochmal Free Items. Dann hole ich mir auf jeden Fall ein paar Brötchen. 64, ja, warum nicht? Dann kann man noch einen Erfolg erzielen, schon wieder ein bisschen Brot essen. Aber ich glaube, man muss da runterspringen, ne, so wie das hier aussieht, weil es ja nichts anderes zu machen gibt. Meinst du schon jeder? Okay, wir springen mal ganz kurz da runter. Ich werde versuchen, relativ kurz zu halten. So, okay, wir sterben nicht. Also sind wir jetzt schon direkt hier im Spiel drin oder wie sieht das aus? Ich glaube schon. Okay, das heißt, da oben kann man sich Items holen, unten kann man sich dann sozusagen bashen. Oder fighten. Ist sehr schön gemacht, wie gesagt. Ich finde das hier alles ganz toll. Das ist vom Design her was sehr Anspruchsvolles. Wie gesagt, das haben sie zwar nicht selbst gebaut, aber trotzdem, der Typ, der es gebaut hat, sehr, sehr schick gemacht. Ich renne mal hier ganz kurz hoch. Genau. Ich mache, das war ja die erste klitzekleine Vorstellung von Skyward, super bei euch ankam. Ist jetzt so fast das meistgeklickte Video auf meinem kleinen süßen Kanal. Und ich nehme an, dass man sich hier oben den bashen kann, sozusagen. Alles klar. Das steht gemacht, da vorne ist eine Sphinx, die sieht auch sehr geil aus, kann man nicht anders sagen. Da oben ist noch irgendwas, da ist eine kleine fliegende Insel, da ist eine kleine Burg. Wird alles sehr schön. Ich versuche mal mit Slash Hub wieder zurückzukommen. Das klappt auch um, wir starten wieder am Spawnpunkt. Alles klar, dann rennen wir mal kurz zu Spiele. Wihiu! Und schauen, was hier passiert. Hier passiert nichts, das heißt, dass hier der Spieler. Die Spiele-Lobby gibt es noch nicht, dann würde ich so ein Minispiel sein, denke ich. Alles klar. Dann klappern wir noch kurz Survival und Mainz ab, aber erst Survival. Also, wie gesagt, auch die Lobby hier finde ich, wie gesagt, schon sehr schön. Und ja, ich sage viel zu oft, wie gesagt. Survival gibt es schon, das sehen wir daran, dass da hinten ein Wasserfall existiert, was hier so anscheinend das Spawnen verdeutlichen soll, beziehungsweise teleportieren zum jeweiligen Spielmodi. Tutorial. Du möchtest wissen, wie 12 von 10 findest hier heraus. Grundstücke, Abbauwelt. Ah, das ist auch sehr schön übersichtlich gemacht, dieses Menü. Gibt Server, da ist es viel, viel schlimmer. Wir steigen mal kurz ein ins Tutorial.
Willkommen in der Grundstückswelt. Ich nutze zu deinem baukünsten freien Lauf alles praktisch so ein City-Building. Okay, sehr geil. Ja, hier ist der Admin-Shop. Unser Shop ist dafür da, um sich Items zu kaufen. Geld bekommt man, indem man Monster in der Abbauwelt tötet. Alles klar. Auch sehr schön, wir werden hier durchgeführt. Okay. Das Casino, hier kannst du dein hart verdientes Geld gleich wieder loswerden. Räume alles ab oder verliere alles. Mhm. Auch sehr schön. Abbauwelt. Das ist immer eine Abbauwelt. Die Abbauwelt ist dafür da, um sich Items zu farmen, die man für sein Grundstück gebrauchen könnte zum Häuser bauen in der Abbauwelt. Ach, nicht zum Häuser bauen in der Abbauwelt. Okay, ja. Und hier sind die Commands nochmal. TPAs, teleportieren, add, remove, money, money pay und Hilfe. Cool. Das ist, wie gesagt, sehr, sehr schön. Noch etwas, wenn ja, melde es. Apocalypse Play ist wahrscheinlich der Admin zu sein. Viel Spaß auf 3D-Craft. Jonas Hörnchen, Dankeschön. Das ist, wie gesagt, auch alles wunderbar. Das ist sehr schön gemacht. Ich bin sehr begeistert. Ich habe so jetzt, also, ich habe jetzt nicht so die Ahnung von so Sachen wie Server verwalten und aufbauen, aber ich finde den einfach so als, ja, sag ich mal, jetzt langjährigen Amateur-Minecraft-Spieler sehr, sehr hübsch gemacht, diesen Server. Auch das hier gefällt mir unfassbar gut. Ist wie gesagt sehr schön. Wo wir uns jetzt gerade befinden, kann ich überhaupt nicht sagen. Ob wir jetzt hier irgendwie in der Abbauwelt sind oder in der Grundstückswelt. Ja, die Abbauwelt wird es nicht sein. Ist wieder alles sehr schön gemacht. Da oben sehen wir sind in Deutschland, also auch ein deutscher Server. Wie wir schon eben an dem Tutorial sehen können und daran, dass alles in Deutsch ist. Dann machen wir jetzt nochmal Slash Hub und gehen mal zu Mainz, Spiele Online 0 und auch diesen Spielmodus gibt es noch nicht, also kann man hier gespannt sein auf die beiden Sachen, die noch kommen werden, nämlich Mainz und anscheinend Minispiele da hinten. Ja, das war's hier von diesen vier großen Gängen. Ich versuche mal, ob man hier irgendwo noch runterhüpfen kann, das kann man. Ach, hier ist so eine Treppe nach unten, okay, ist cool. Nehmen wir nochmal ganz kurz, um nochmal einen kleinen Rundblick uns zu verschaffen, natürlich auch euch. Wenn ihr diesen Server joinen wollt, ich finde ihn ganz fantastisch. Ich habe jetzt noch keinen wirklichen Spielmodus ausprobiert, weil er gerade nicht mehr online ist. Die IP ist 3D, also die Dreierzahl, das D groß und gleich dahinter ohne Leerzeichen craft.de ist die Server-IP. Ich finde es sehr schön gemacht, ist ein sehr schöner, übersichtlicher, kleiner Server. Wurde auch sofort begrüßt, als sie raufkam von dem guten Chihan52. Also anscheinend auch alles nette Menschen hier, jedenfalls die beiden, die gerade drauf sind. Finde ich sehr cool. Ist wieder alles sehr, sehr hübsch gemacht. Auch hier der Springbrunnen in der Mitte ist sehr, sehr anschaulich und ansehnlich. Das sind so die Sachen, die ich zeigen kann. Ich kann ganz kurz, wenn wir oben angekommen sind, durch das Menü scrollen. Hier haben wir also einmal die Navigation mit Rechtsklick. Da kommen wir dann zu den einzelnen Modis, Spiele, Marktplatz, Sky PvP, King of the Light. Ach, das ist auch Leiterkönig, cool. Nicht verfügbar gerade, okay. Als ich den Server hinzugefügt habe, war er nämlich noch im Aufbau oder im Umbau. Ich weiß es gerade gar nicht. Also sind noch ein bisschen hier alles am Rebooten und Resetten, so wie es aussieht. Ist aber wieder sehr schön. Hier haben wir die Speedfeder. Ohne Premium-Brand ist dieses Item nutzlos. Alles klar, gut. Die Premium-Lobby haben wir auch nicht drauf. Ohne Premium-Account, glaube ich. Lobby-Extras haben wir auch nicht, außer dass die Kiste weg ist. Alles klar. Und hier haben wir den Lobby-Wechsler. Da dieser Server noch so klein ist, ist nur eine Lobby und die heißt Lobby 0. Die haben wir so ein Geräusch schon mal durchscrollen. Sehr schön gemacht. Das war's von mir, von diesem Server. Wenn ihr den ausprobieren wollt, ist das dann nochmal 3dcraft.de. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video oder bei einer neuen Servervorstellung. Ich werde es versuchen, jetzt ein bisschen häufiger zu bringen und noch mehr so schöne kleine Server zu bringen und vorzustellen. Ich werde jetzt mal suchen und gucken, ob wir noch so Schönes finden. Ein paar habe ich noch in der Hinterhand sozusagen. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss und bis bald.